Hallo und herzlich willkommen zu DIY bei Janssen. Wer kennt es nicht, ihr seid unterwegs, wollt kurz bei Home Assistant was checken und seht genau diesen Bildschirm. So groß wie ihr es braucht, kann euer WLAN natürlich gar nicht sein. Ihr könnt natürlich jetzt eine dumme Idee haben und euren Home Assistenten blank im Internet freigeben. Oder ihr schaut euch das Video an und ich zeige euch eine bessere Idee mit WireGuard, wie ihr einen VPN-Tunnel erstellt und direkt von eurem Smartphone verschlüsselt in euer Heimnetz kommt. Viel Spaß beim Video! Natürlich wie immer zuerst der Haftungsausschluss. Zuallererst müssen wir auf unseren Router gehen. In meinem Fall ist es die Fritzbox und uns dort anmelden. Als nächstes sollten wir prüfen, ob die IP, die ihr von eurem Internetanbieter bekommen habt, überhaupt von außen erreichbar ist. Es soll auch IPs geben, die nicht von extern erreichbar sind. Eure IP findet ihr heraus, indem ihr auf, im Beispiel bei mir auf die Fritzbox geht, dann auf Übersicht, dann entweder auf Internet, dann habt ihr hier eure IP4 oder über Internet Online-Monitor. Somit kommt ihr auf die gleiche Seite. Diese IP könnt ihr euch kopieren und über die Eingabeaufforderung anpingen. Ping und die IP einfügen. Wie ihr seht, hat das Anpingen geklappt. Es wurden 4 Pakete gesendet, 4 empfangen, keins ist verloren gegangen. Der Mittelwert lag bei 25 Millisekunden. Da wir jetzt wissen, dass wir extern erreichbar sind, können wir jetzt mit der DynDNS fortfahren. Als erstes brauchen wir eine DynDNS. Ich habe mich hier für GoIP entschieden, da dies kostenlos ist und erst nach 200 Tagen Inaktivität gesperrt wird. Hier die Hinweise, könnt ihr euch ja gern durchlesen. So ein Subdomain-Namen, in meinem Fall ha ja, Guard. Hier könnt ihr aussuchen, ob GoIP, GoIP.de, IT, ich lasse es mal auf .de. War ja gerade natürlich falsch geschrieben. Passwort. Keine Angst, alles was ich hier mache, wird sowieso wieder gelöscht. Die Daten könnt ihr alle gerne haben, aber die werden euch nichts bringen. Achso, korrekter Vor- und Nachname. Dann versuchen wir das mal. Registrierung, bla bla bla. Einmal gültig. So. Jetzt müsste ich demnächst eine E-Mail bekommen. GoIP DNS Service habe ich bekommen. Das Ganze sieht dann so aus. Auf den Verifizierungslink klicken. Akzeptieren. Und schon können wir uns hier anmelden. Anmelden. E-Mail-Adresse. Die DIY@gmail.com. Passwort. Und einloggen. Mein GoIP. Um damit jetzt weiterarbeiten zu können, müssen wir in unseren Router gehen. Holen wir uns als erstes die Daten. Zum Beispiel bei der Fritzbox müssen wir die Daten unter Internet, Freigaben, DynDNS benutzen eintragen. Beim Speedport ist es ähnlich. Man muss irgendwas stehen mit DynDNS benutzen oder sonstiges. Die Daten holen wir uns über die Update-URL, dieses Beispiel. Einfügen.
mein GoIP, Subdomains, anschauen, HA WireGuard, GoIP und das Subdomains rauskopieren, einfügen, dann in den Router, anzeigen, Benutzernamen kopieren, einfügen, Passwort anzeigen, kopieren. Jetzt habt ihr alle Zugangsdaten, die die Fritzbox braucht, um sich bei GoIP anzumelden und hier abzudaten. Und wie ihr seht, es wurde aktualisiert, ohne den Router neu zu starten. Letzter Login, gerade eben. Gehen wir jetzt auf Übersicht, sind wir bei DynDNS aktiviert, angemeldet. Wie gesagt, beim Speedport geht das ähnlich. Um den WireGuard-Port weiterzuleiten, wir gehen auf Internet, Freigaben. Wie ihr seht, habe ich schon einige Freigaben. Hier möchte ich jetzt weitere Freigaben hinzufügen. Dazu gehe ich auf Bearbeiten, neue Freigabe, Portfreigabe, UDP 51820 und fertig. Und schon werde ich, wenn ich von außen per HA WireGuard GoIP Doppelpunkt 51820 eingebe, weitergeleitet. Wofür wir das brauchen? Im Anschluss. Wie ihr seht, Portfreigabe ist gegeben. Als nächstes installieren wir das WireGuard Add-on. Dazu Einstellungen, Add-ons, Add-on Store, WireGuard installieren, Watchdog, automatische Updates, Dokumentation, Konfiguration. Schauen wir uns die Konfiguration nochmal genauer an. Im Bereich hier oben ist der Server konfiguriert. Hier die Peers, also die Klienten. Und hier ganz unten könnt ihr nochmal den Port sehen, den wir für die Portweiterleitung benutzt haben. Hier rechts könnt ihr nochmal sehen, UDP. Dies sind die Minimumanforderungen. Beim Server müsst ihr beim Host HA WireGuard GoIP.de eintragen, beziehungsweise die DynDNS, die ihr festgelegt habt. Als nächstes die Adresse vom Server im VPN-Tunnel. Diese könnt ihr von hier nehmen oder aus der Dokumentation oder euch selbst was ausdenken. Wichtig ist, am Ende würde ich die 1 vorschlagen. Als nächstes brauchen wir den DNS-Server im Heimnetzwerk. In der Regel ist das euer Router. Also brauchen wir von dem die IP. Als nächstes zeige ich euch die Konfiguration der Peers. Dies sind die Minimumvoraussetzungen. Wenn ihr andere Sachen oder Einschränkungen übernehmen wollt, müsst ihr in die Dokumentation schauen. Das Minimum ist ein Name, in meinem Fall Janssen Handy, die Adresse im VPN-Tunnel und schon war's das. Allowed IPs und Client Allowed IPs könnt ihr so kommentieren. Als weiteres habe ich noch für meinen Laptop ebenfalls einen Client erstellt. Natürlich auch mit einer eigenen Adresse. In dem Fall die 3. Wie wir jetzt das Handy einrichten und den Laptop, zeige ich euch gleich. Wenn ihr Änderungen vorgenommen habt, müsst ihr WireGuard neu starten. Wenn ihr dies getan habt, könnt ihr über Samba auf Home Assistant zugreifen. Unter SSL findet ihr einen Ordner mit WireGuard. Hier habt ihr die Klienten angelegt. Wenn wir uns jetzt das Handy herausnehmen, habt ihr eine Konfigurationsdatei, einen Private Key und einen QR-Code. Diesen QR-Code können wir doppelt anklicken. Öffnen.
Und einen neuen WireGuard-Client hinzufügen. Aus QR-Code erstellen. Bitte den gescannten Tunnel benennen. HA WireGuard. Wenn ich diesen aktiviere, bin ich im VPN. VPN verbunden. Hier könnt ihr die verschiedenen VPNs sehen und auswählen. Und den Server. Ebenfalls könnt ihr nochmal die Serveradresse sehen und die Adresse im Tunnel. Wenn ich jetzt ganz normal über die IP reingehe, komme ich wieder auf meinen Home Assistant. So einfach ist die Einrichtung per Handy-App. Wenn ihr kein Handy habt und den Rechner als Beispiel einrichten wollt und auch die Samba-Freigabe nicht habt, geht es natürlich auch über den Terminal von Home Assistant. Das Problem ist, unter File-Editor habt ihr keinen Zugriff auf SSL. Ihr müsst also den ganzen WireGuard-Ordner in Config verschieben oder Home Assistant. Das ist der gleiche Ordner. Dazu gehen wir auf den Terminal, geben ein cp-r Leerzeichen Schrägstrich SSL Schrägstrich WireGuard Leerzeichen Schrägstrich Config Schrägstrich und führen es aus mit Enter. Wenn wir jetzt in den File-Editor sehen, können wir sehen, dass der WireGuard-Ordner komplett kopiert wurde. Wir gehen in den Laptop. Was wir jetzt brauchen, ist die Client-Config. Diese downloade ich. Öffne WireGuard und importiere den Tunnel aus der Datei. Dies ist die Config-Datei, die ich eben heruntergeladen habe. Wie ihr gesehen habt, müssen wir die Datei umbenennen. Je nachdem, wie die Datei benannt ist, wird der Tunnel benannt. Jetzt brauchen wir nur noch aktivieren. Und ihr seht, wir sind aktiv. Wir können jetzt per Laptop über WLAN von ganz woanders auf der Welt auf Home Assistant zu Hause zugreifen. Jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten, einmal mit dem Handy, Tablet oder Laptop auf Home Assistant von unterwegs zuzugreifen. Ich finde dies eine sehr sichere und gute Alternative zum kompletten Freigeben im Internet per Portweiterleitung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr weitere Themen sehen wollt, schaut euch doch mal die Integration von Xsens an.